Oh, da geht's auch schon los. Okay. Scheiße, ey. Boah, ist das dunkel. Boah. Also ich habe Slender auf YouTube gesehen und da habe ich mir gedacht, ich spiele das auch mal und nehme das mal auf. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe einen heiden Schiss vor dem Game. Ich habe schon ein paar Videos gesehen darüber und die Leute sollen nicht so gut damit klargekommen sein. Der Nebel ist aber krass, ey. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ey. Das ist mein erstes, also jetzt ist mein erstes Let's Play, was ich jetzt aufnehme. Ich hoffe, es kommt nicht zu noobig rüber. Boah, ist das hier ein dichter Wald, ey. Der Nebel ist ja auch krass. Alter, ich hoffe, ich treffe nicht diesen Typen hier, der hier so krass rumläuft. Darauf, also will ich lieber verzichten. Naja, ja, also hier muss man in dem Spiel, ich erzähle mal ein bisschen was darüber. Also soweit ich weiß, muss man hier acht Seiten finden, damit man, also was weiß ich, überlebt oder was weiß ich jetzt, damit man nicht stirbt und man wird halt von so einem üblen Typen verfolgt, keine Ahnung wie der heißt, ja, irgend so ein Typ, also wenn man auf, oh Scheiße. Ich dachte, da wäre was, wenn man auf den trifft, dann, also ist das Spiel beendet und ja, das war's dann. Und ja. Scheiße. Oh nee, scheiße. Hey. Ich wollte mal gerade gucken, wie man rennen kann. Das habe ich nämlich gar nicht nachgeschaut. Start. Oh shit. Ach, fange ich jetzt neu an? Ah, Mist. Ich mache mal kurz einen Cut und dann sehen wir uns. So Leute, da bin ich wieder. Ja, ich habe jetzt mal nachgeguckt und also man sprintet irgendwie. Ja, also so irgendwie. Oh, shit. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe jetzt den Nebel auch ausgeschaltet, weil dann sieht man noch mehr. Und da auf YouTube sowieso allgemein alles dunkler geschaltet wird, also beim Hochladen, erkennt man dann wahrscheinlich auch mehr, wenn der Nebel auch aus ist jetzt. Hier ist auch die erste Seite. Oh nein, jetzt geht wieder dieses Stampfen los. Wo ist der Weg, Alter? Also ich habe echt einen heiden Respekt vor dem Game. Es ist übrigens auch Freeware, also es ist kostenlos, kann man so runterladen. Scheiße. Also wie gesagt, ich habe mir schon paar Videos angeguckt und also ja, es ist ganz schön heftig. Also wenn ihr auf sowas steht und euch gruselt, also euch gerne gruselt, dann empfehle ich euch das hier. Kann ich euch das mal empfehlen? Oh, ich will nicht, dass dieser Typ mich verfolgt. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt sagen soll, weil ich so aufgeregt bin. Ich hätte auch nicht gedacht, dass mein erstes Let's Play oder Let's Fail, was weiß ich, was das jetzt hier draus wird und dass es jetzt so ein Horror-Game
Spiel ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, hoffentlich steht der hier nicht rum, ey. Das hier ist, also wenn ich mich nicht irre, ist das hier eine heftige Stelle. Weil, also ich weiß nicht, ob, also, ja, ich glaube, das ist verschieden, oder wenn man jetzt stehen bleibt, dann fängt er ein, das ist unterschiedlich. Ah, ich glaube, ich erzähle gerade momentan richtig krasse Scheiße. Ah, da, also wenn irgendwas falsch ist, schreibt es ruhig in die Kommentare. Don't look. Das Gefühl, der rennt gar nicht richtig mehr. Voll abgespackt so. Oh, Häuser, ey, ich hasse Häuser. Oh mein Gott. Das ist ja schlimmer als so ein Film, ey. Schlimmer als so ein billig gedrehter Film, ey. Oh, scheiße, Alter. Oh, ich hab keinen Bock mehr, ey. Was ist diese scheiß Seite? Wenn er vor mir steht, ey. Alter, ich mach den PC aus, ernsthaft. Das ist krank, ey. Das ist ja schlimmer als so. Als sich so einen Horrorfilm reinzuziehen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber wie viele Seiten habe ich jetzt? 3? Boah, Alter, ich hab so in so einem Video gesehen, da kam er schon nach 2. Den Spieler zu Tode erschreckt. Oh, shit. Oh, ich hasse das, wenn man so irgendwie so rennt, so, dass er dann so kacke hält, weißt du? Schlimme ist ja, man kann sich ja auch nicht irgendwie verteidigen oder so. Also wenn er einen hat, dann, also ja, dann ist das Spiel vorbei. Man kann sich nicht verteidigen. Man kann halt nur rennen. Oh scheiße, ich glaube, er kommt, der ist hinter mir. Ey, scheiße, seht ihr, habt ihr das gesehen so? Das war vorhin so ein bisschen, ja, der Bildschirm, der hat so ein bisschen, so, da war so ein bisschen Schnee, also wie bei alten Fernsehern, wenn da kein Empfang ist, so dieser Schnee auf Fernsehern. Oh mein Gott, Alter. Oh, ey, dieser Zaun, ey. Oh, da ist ein Zaun jetzt. Oh, scheiße. Ey, Alter, das macht mich noch kirre. Ey, habt ihr das gehört? Ey, hört ihr das? So, das ist die Frau oder der. Ey, scheiße, die kann nicht mehr rennen. Ey, ganz ruhig. Oh, scheiße. Okay, keine Panik. Durchatmen. Oh, scheiße. Ist der hinter uns? Ey, wenn der hinter uns ist, ne? Ey, soll ich mich mal umdrehen? Mal lieber nicht. Komm, rennen, Alter, du schaffst das.
ist nur ein Spiel, aber es macht schon echt Schiss. Ich glaube, ich kann nachher mal meine Buchse wechseln. Oh, scheiße, seht ihr das? Ey, scheiße. Ey, verpiss dich, Mann. Hau ab, du Penner. Ey, alles cool, verpiss dich. Oh, scheiße. Seht ihr das? Ey, scheiße. Ey, Mann, verpiss dich. Ey, die kann ich mehr. Alter, du kannst dich schlapp machen, der ist hinter uns. Oh, scheiße. Ey, komm, Alter, wir schaffen das, ja? Oh, einfach auf den Boden gucken. Wenn er einem zu nahe kommt, dann... Man soll ihm auch nicht in die Augen gucken, man soll dann auf den Boden gucken. Und also, man soll auch halt wegrennen und irgendwie auf den Boden gucken. Und ihn auch nicht anleuchten oder so, weil... Das mag der das sicherlich auch nicht. Boah, Alter. Ich glaube, das wird ein kurzes Video, Alter. Also ich zittere gerade schon ein bisschen. Dieser Sound, Alter, ey. Ey, da ist eine Seite. Ey, komm, Alter, wir haben gleich... Wie viel Seiten haben wir gleich? Ich zähle gar nicht mit, weil ich so aufgeregt bin. Oh, Alter, komm, wir schaffen das. 5 Seiten. Oh, weg hier, Alter, komm. Wir machen das. Oh, dieser Sound, der regt mich so auf, ey. Der macht mich voll kirre. Boah, Alter. Oh, scheiße. Renn, Alter. Oh, nicht gegen den Baum. Renn, einfach renn. Oh, renn weiter, nicht still bleiben. Nicht stehen bleiben, Mann. Renn. Scheiße. Boah, ist ja schlimmer. Oh, shit. Scheiße. Oh, fuck you, ey. Boah. Nee, scheiße. Okay, eine machen wir noch, eine Runde, okay? Oh, shit. Alter, hat er mich erschreckt. Oh, Junge. Das ist echt hardcore gerade, ey. Es geht ja mal gar nicht, ey. Alter. Alter, die kracht da fast zusammen. Der verfolgt mich da wie so ein Irrer, ey. Boah, krass. Boah, aber Alter, wo der mich da erschreckt hat, Alter. Ich dachte, ich kipp um, ey. Boah, scheiße. Hat der mich verjagt, ey. Boah. Aber mit der Taschenlampe, also wenn man den so, also wenn er einen Fass hat, dann geht's da eigentlich noch. Ja gut, also wo er mich jetzt so, wo er direkt, also gegenüber von mir stand, da war er gar nicht so gruselig, aber also ich meine, so an sich, so, also wenn man sich so da ein bisschen reinsteigert, so seine Fantasie spielen lässt, dann ist das ja schon heftig, also weil. Also, ja, stellt euch halt mal vor, ihr seid jetzt echt in so einem Wald und nur mal angenommen, so, da ist wirklich so ein Irrer und ihr versucht da so einen Ausweg zu finden und, ja, was laber ich hier eigentlich? Also ich meine, so, wenn man ihm gegenüber steht, ist es nicht schlimm, aber so, er könnte jetzt jederzeit hinter einem sein und man läuft so jetzt. Soll ich, nee, ich läuft nicht zurück, das mache ich nicht. Das ist mir zu krass, oh. Oh, hey, ich dachte, da steht der jetzt. Okay, wir rennen mal ein bisschen. Weil langsam soll es auch nicht gut sein, habe ich gelesen. Dass wenn man so langsam vorangeht. Oh, ich zitter gerade irgendwie überall, ey. Ah ja, hier sind die Steine. Oh, also der Sound, der macht es ja noch schlimmer, als es eigentlich ist, ne? Ey, nee. Nee, ey, komm. Ey, der wollte mich schon wieder angreifen. Alter. Wie dreist ist das denn? So früh, ey. Ich hab doch jetzt erst eine Seite.
Heil. Ja. Ich hab schon wieder vergessen jetzt, ey. Das Dorf kriegt bin ich. Mal ein bisschen ausmachen, weil ich dachte, weil dann sehe ich gar nichts mehr. Also irgendwie. Also hier, ich spiele es jetzt gerade tagsüber. Und dann reflektiert halt das Licht so in den Bildschirm rein und da es hier so dunkel ist, sehe ich ohne Taschenlampe nicht wirklich was. Und ja, das ist nicht so. Also wenn ich Taschenlampe ausmache, dann sehe ich gar nichts mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass es jetzt bei mir im Zimmer so hell ist. Oder ob das vom Spiel so gewollt ist. Da gehe ich nicht lang. Das ist asozial, ernsthaft. Ich hoffe, euch ist nicht langweilig oder so, jetzt beim Zuschauen. Aber ey, wenn man es selber spielt, ist es echt heftiger, als wenn man jetzt nur zuschaut. Ich habe auch erst, also ich habe es beim Zuschauen, also hatte ich schon so ein bisschen Furcht. Aber jetzt ist es doch schon schlimmer, als wenn man nur zuschaut. Steht da hinten was? Also ganz schlimm wäre es ja jetzt, wenn er von oben so kommt und dann irgendwie voll so Kamikaze mich erschreckt. Das fände ich echt heftig. Ah, da ist eine Seite, aber da war der ja vorhin so nah. Also echt mal Respekt, ne, an die Macher. Also das ist bis jetzt so geil hingekommen haben und ey, scheiß Sound, Mann. Also dass sie das echt sogar hinbekommen haben und dass sie es auch noch so, ja ich sag mal, so kostenlos, also ja, hochstellen, hochladen. Also echt Respekt an die Macher. Ist echt nice das Spiel, muss man sagen. Ah, eine Seite. Den Download-Link auch in die Beschreibung, falls ihr euch das mal laden wollt und selber spielen wollt. Also wie gesagt, es ist, wenn man es selber spielt, ist es echt ein Tacken heftiger, als wenn man nur zuschaut. Ich weiß nicht, ich finde so Horror-Spiele auch allgemein schlimmer als so Horrorfilme. Also so von der Atmosphäre her, man muss seine Entscheidung ja selber treffen. Die sind ja jetzt nicht irgendwie. Man muss ja irgendwie sehen, dass man überlebt und im Film wird einem diese Last ja abgenommen, sag ich mal. Oh, leck mich. Ja, und oh, ey. Mann, das ist echt nicht. Oh, eine Seite. Fünf Seiten, wenn ich jetzt noch drei Seiten brauche ich jetzt noch und das schaffen wir, komm. Also ich denke mal, dass sie eine Frau ist. Ich weiß nicht, das scheint man ja irgendwie zu hören. Okay, lauf. Also wenn die dann nachher so hechelt, scheint man dann ja so zu hören. Also es hört sich doch so an. Wenn es also eine Frau ist. Ich weiß nicht, ist ja auch meistens irgendwie so, dass die halt so. Also ist ja, ich weiß nicht, ob das ein Klischee ist, dass die Frau durch den Wald fährt und halt das Auto geht kaputt und sie läuft dann in den Wald oder so ein Scheiß. Und dann wird sie halt von so einem Psycho. Boah, ey. Das Spiel ist schön, aber gruselig. Echt gruselig. Also es ist echt nicht. Ist jetzt nicht für Kinder oder sowas. Obwohl. Kann man bestimmt einen schönen Spielabend machen. Oh nein, 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 komm. Komm. Ey. Ey, nein, komm. Ich glaube, ich mach mal aus, aber ich sehe nichts, ey, das ist scheiße.
entschuldige mich für die ganzen Kraftausdrücke, aber es ist so eine Art von mir, wie ich dann Teil meiner Angst, ich sag mal, loswerden kann. Obwohl das auch nicht ganz stimmt, was ich jetzt... Oh nein, da war ich doch schon. Oh, scheiße. Okay, ich denke, das reicht jetzt erstmal. 6 von 8 haben wir geschafft. Ja, also ich denke mal, das reicht jetzt erstmal. Ich weiß nicht, ob ich nochmal ein Video damit mache. Aber auf jeden Fall, ladet euch das mal runter, das Spiel. Das ist echt der Hammer. Wenn man es selber spielt, ist es echt gruseliger, als wenn man es sich nur anschaut. Und ja, ich denke mal, ich werde jetzt erstmal eine Milch trinken oder so ein Scheiß. Okay, alles Gute.